Mir geht es darum, das Verhältnis der Deutschen zu Karl Marx zu ändern. Natürlich wurde er in der DDR glorifiziert, in der Bundesrepublik heruntergespielt und es gibt kein natürliches Verhältnis zu einem der größten Geister der Weltgeschichte, zu einem der größten Söhne Deutschlands, wenn ich es mal so sagen darf. Zum Beispiel war ich eben in Trier und da stand dann am nächsten Tag jemand neben dem Denkmal von Karl Marx und hat alle in der Sowjetunion unter Stalin, natürlich nicht alle, also aber viele Umgebrachte aufgezählt. Damit hat Karl Marx nichts zu tun. Es ist ja kein Stalin-Denkmal errichtet worden, da hätte ich das verstanden, sondern ein Denkmal für Karl Marx errichtet worden. Und dieses Verhältnis will ich endlich ändern. Also wenn man so will, auch ein Stück entideologisieren, wie man ihn immer sieht, indem man ihn in Übereinstimmung bringt mit allem, was in der Sowjetunion, auch in China unter Mao Zedong, selbst in Kambodscha unter Pol Pot und auch in der DDR geschehen ist. Das geht einfach nicht. Auf der anderen Seite hat Marx tatsächlich zweimal von Diktatur des Proletariats gesprochen und damit wollte er doch nur zum Ausdruck bringen, es ist die erste Machtausübung einer Mehrheit über die Minderheit. Während bis dahin immer eine Minderheit über eine Mehrheit herrschte. In der Sklaverei gab es viel mehr Sklaven als Sklavenhalter. Im Feudalismus gab es viel mehr Bäuerinnen und Bauern als Feudalherren. Und auch in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft gibt es ja viel mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das ist doch ganz interessant. Und diese Drehung wollte er zum Ausdruck bringen. Da wir aber diktatorische Strukturen hatten in der Sowjetunion, in der DDR etc., wurde natürlich dieser Begriff zur Rechtfertigung genutzt. Als ich vor anderthalb Jahren in China war, an der Parteihochschule, habe ich sie gefragt, wie sie denn eigentlich ihre kapitalistische Marktwirtschaft rechtfertigen, die sie ja haben. Daraufhin sagten sie mir, mit Karl Marx. Da sage ich, wie kommt ihr denn darauf? Und dann sagten sie mir, ja, Karl Marx hat doch gesagt, für die Industrialisierung ist der Kapitalismus zuständig. Also müssen wir als Kommunistinnen und Kommunisten jetzt eine kapitalistische Marktwirtschaft machen, um die Industrialisierung zu erreichen. Und danach machen wir dann was anderes. Habe ich ihnen gesagt, Karl Marx hat aber nicht gesagt, dass der Überbau so aussehen muss, wie er bei euch aussieht. Darauf habe ich dann keine Antwort mehr bekommen. Das Falsche an dem, wenn Steinmeier sagt, mit Marx wären auch viele Unrechtssysteme verbunden oder mit ihm sei das verbunden. Nee, das ist falsch. Die haben sich mit ihm verbunden, nicht er mit ihnen. Das ist ein großer Unterschied. Weil ich bin ganz sicher, wenn Marx noch gelebt hätte, hätte er über die Entwicklung schon über Lenin sich kritisch geäußert, erst recht bei Stalin und natürlich auch der DDR etc. Und deshalb wird man ihm nicht gerecht, wenn man sagt, er ist damit verbunden. Nein, dadurch, dass sie antikapitalistisch waren, brauchten sie Marx. Und dann brauchten sie noch den Begriff der Diktatur des Proletariats und das reichte ihnen, um dann vieles zu rechtfertigen, was mit Marx nichts zu tun hat. Denn er wollte ja eine klassenlose Gesellschaft, in der die Freiheit des Einzelnen, die Bedingung und Voraussetzung der Freiheit aller ist. Er war ein Befreiungstheologe, er war nicht Theologe, Entschuldigung nochmal, er war ein Befreiungstheoretiker. Er war jemand, der die Befreiung der Menschheit anstrebte. Und zwar über die Befreiung des Einzelnen. Nicht, wie es der Staatssozialismus gemacht hat, dass er gesagt hat, ja, wir kämpfen ja für alle und der Einzelne muss noch warten, bis wir das für alle erreicht haben, sondern er ging genau den umgekehrten Weg und sagte, nur über die Freiheit des Einzelnen ist die Befreiung aller zu erreichen. Und dann kommt eben hinzu, und das darf man nie vergessen, er hätte ja eine normale Laufbahn an der Uni in Bonn machen können, hätte so das vertreten, was so alle vertraten, wäre Professor geworden, hätte sein Einkommen gehabt. Nein, er hat all das geschrieben, letztlich für uns alle. Nicht nur für die Menschen zu seiner Zeit, auch für die späteren Menschen. Und ich will ja nur, dass wir ihn entsprechend würdigen und ihn nicht länger in Dinge hineinziehen, mit denen er nichts zu tun hatte.